Freunde, heute geht es wieder um ein neues Amazon-Produkt. Und zwar genauer gesagt um den Echo Spot. Eine Ankündigung, die ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen habe. Außer, dass auf meiner Amazon-Seite ich die ganze Zeit Werbung dafür kriege, weil er in den Prime Days halt super doll reduziert ist. Also falls ihr den haben wollt, schlagt da unbedingt zu. Link in der Beschreibung. Ich habe meinen jetzt bekommen und ich würde sagen, wir öffnen den mal und schauen einfach mal, was das Ding kann und ja, wie es aussieht. Einfach mal, ob es ein interessantes Produkt ist. Man muss ja auch sagen, es gibt mittlerweile echt viele Echo-Produkte. Ich habe das Gefühl, Amazon probiert sich da einfach aus und macht alles Mögliche, bis sie einen Volltreffer haben. Vielleicht ist das hier ja der Volltreffer. Die ganzen Verpackungsgeschichten lassen wir mal aus. Das ist ja immer relativ unspektakulär. Wir schauen uns mal direkt den Echo Spot an. Und eine Besonderheit, die wir sehen, ist, dass es eine Mischung ist aus dem Echo Pop, naja, und irgendwie auch die Echo Shows. Weil wir haben jetzt einen Bildschirm. Wir haben die Form eines Echo Pops und zwar diese komische halbrunde Form. Dann haben wir die vordere Seite unterteilt in größtenteils Bildschirm, dann aber auch noch Lautsprecher. Ansonsten haben wir natürlich oben die gewohnten Knöpfe für leiser, lauter und den Mute-Knopf. Und ansonsten haben wir hier halt den Power-Anschluss. Ich glaube, ohne es vorher getestet zu haben, dass es die ideale Schnittstelle ist von allen Echo-Produkten, die es gibt. Warum? Weil die ganzen Echo-Show-Geräte mir meistens zu viel sind, obwohl ich sie selber besitze. Aber am häufigsten benutze ich immer noch den Echo Dot. Dass sie versuchen, das jetzt alles so ein bisschen zu kombinieren in Kompakt, könnte eine coole Lösung werden. Ich würde sagen, wir starten das Gerät mal und dann können wir ja mal schauen, ja, ob das halt diese Versprechungen hält, die ich erwarte. Das Coole bei dem Einrichten der Echo-Geräte ist ja immer tatsächlich, dass man fast nichts machen muss. Der macht das eigentlich alles von selbst. Ich kann hier direkt erkennen, dass der Bildschirm eigentlich nur dieses Rechteck ist und nicht diese ganze Halbkugel, sage ich mal. Das wirkt auf den ersten Blick echt billig, muss ich sagen. Wie so ganz günstige China-Tablets. Aber mal schauen, wie es gleich in Funktion aussieht. Okay, und jetzt sehen wir einen... Okay. Hello, bringing your device online. Just a moment. Ich finde es echt krass. Ich sehe hier... Ich führe ein paar Updates für dein Gerät durch. Ich sehe hier direkt in der App, dass das Gerät gefunden wurde. Direkt sehe ich hier den Echo Spot. Das ist einfach geil, dass das so schnell geht und so einfach. Ihr müsst einfach nichts tun. Ich musste nicht mal irgendwas scannen, irgendwo meinen Namen eingeben, mein WLAN-Passwort nicht eingeben. Also die Einrichtung ist echt 10 von 10. Während der sich aktualisiert, kann ich ja kurz was zum Design sagen, wie ich es finde. Ich muss sagen, designtechnisch ist es für mich das beste Echo-Produkt, weil ich einfach finde, dass es, wenn es an eurem Tisch, also an eurem Tisch zum Beispiel steht oder an eurem Nachttisch, es einfach echt was hermacht. Es sieht schick aus, klein, kompakt. Ich würde jetzt auch nicht sagen unedel. Wenn man jetzt genauer betrachtet und sich den Bildschirm anguckt, sieht man halt diese Abgrenzung, von der ich euch gerade erzählt habe. Das wirkt dann, wie gesagt, etwas nach billiger China-Ware. Das Gerät ist jetzt auch nicht dafür gebaut, dass ihr jetzt so davor steht und den benutzt. Ein großer Unterschied zu den Echo Show Geräten ist, dass es kein Touchscreen ist. Es ist einfach nur eine visuelle Anzeige. Natürlich super praktisch, gerade für den Wecker. Also ich glaube, das ist auch so der Anwendungsfall, wo dieses Gerät am häufigsten zum Scheinen kommt, sage ich mal. Wenn ihr es dann noch im Nachttisch habt, ihr die Uhrzeit sehen könnt, den Wecker und so weiter. Das schauen wir mal, was das Ding dann kann. Während der Installation der Updates wird das Gerät neu gestartet. Also die Einrichtung ist jetzt fertig. Das hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Und wir sehen jetzt hier den Echo Spot und der zeigt automatisch die Uhrzeit an. Also wenn ihr jetzt nichts dran ändert oder so, dann seht ihr die Uhrzeit auf dem Bildschirm. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt einfach mal was und dann können wir gucken, wie sich das auf dem Bildschirm ändert. Alexa, wie ist das Wetter in Hamburg? In Hamburg beträgt die Temperatur momentan 17 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Okay, das heißt, ihr seht das dann schon auf dem Bildschirm. Was ich eigentlich ganz cool finde, es ist kein Touchscreen, das sehen wir. Hä? Doch, es ist ein Touchscreen. Oder? Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Es ist ein Touchscreen, glaube ich, oder? Es ist tatsächlich ein Touchscreen, sehe ich gerade. Ich habe das jetzt nochmal recherchiert, weil der Touchscreen einfach so schlecht ist, dass ich nicht verstanden habe, ob das gerade meine Hand macht oder ob der das selber wechselt. Ja, das schockiert mich jetzt etwas, muss ich zugeben. Okay, wir sehen jetzt hier mal die Lichterkette da im Hintergrund. Machen die jetzt mal aus. Und sie ist ausgegangen. Wir können jetzt hier tippen. Und dann geht sie wieder an. Wir können hier auch die Helligkeit ändern. Okay, ich nehme es zurück. Der Touchscreen ist in Ordnung. Ja, mehr als in Ordnung würde ich jetzt nicht geben. Zu deren Verteidigung, man wird den Touchscreen höchstwahrscheinlich fast nie nutzen. Es gibt Fälle, das habe ich jetzt gerade auf der Website von Amazon gesehen. Wenn zum Beispiel euch jemand anruft, dann könnt ihr tippen und den Anruf annehmen. Den Wecker könnt ihr so ausmachen. Also ihr könnt den Touchscreen nutzen. Was ich, glaube ich, nie machen werde, weil ihr es ja auch mit eurer Stimme steuern könnt.
aber tatsächlich ist einer verbaut. Finde ich echt interessant, also hätte ich nicht erwartet. Ihr könnt diese Uhr auch personalisieren, das heißt, in welcher Farbe sie euch angezeigt wird, was da für ein Text steht morgens, wenn ihr aufgeweckt werdet. Es dient auf jeden Fall dazu, eure Uhr bzw. euren Wecker nach euch zu personalisieren. Ihr könnt dann natürlich auch einstellen, dass zu gewissen Uhrzeiten hier gewisse Symbole auftauchen, damit ihr dann bestimmte Lichter nachts ausmachen könnt oder bestimmte Routinen einfach per Knopfdruck aktivieren könnt. Wenn ihr von oben runter swipet, bekommt ihr auch ein Menü. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Home gehen, dann sind wir einfach hier auf der Uhr. Dann könnt ihr die Helligkeit ändern oder in die Einstellung gehen und da seht ihr zum Beispiel auch Uhr und Design. Ihr könnt das Ziffernblatt ändern. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Also diese Möglichkeit zur Personalisierung. Ich mache mal jetzt einfach das hier. So, und dann, was kann man noch ändern? Also wir können das Design, also Farbschema, wir nehmen jetzt mal so orange, Töne, Geräteoptionen. Also der Touchscreen, ja, der ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich war am Anfang etwas schockiert, weil es super schlecht funktioniert hat, aber tatsächlich ist er in Ordnung. Mehr braucht man jetzt nicht für so ein Minigerät. Ja, der Bildschirm ist halt klein, ihr werdet damit nichts wirklich anfangen können. Es dient halt zu minimalen Anpassungen an euren Wünschen, wie zum Beispiel das mit dem Uhrdesign und der Farbe. Ich muss auch sagen, wenn man das von hier aus anschaut, seht ihr nicht, dass da so ein Rechteck vom Display in diesem runden Bildschirm verbaut ist. Was halt von nahen sehr, sehr billig aussieht. Von weitem, sage ich mal, sieht man das überhaupt nicht. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Ich habe jetzt etwas schockiert gewirkt bei einigen Features von dem Gerät. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mir absolut sicher, das wird sich im Review zeigen, ich bin mir absolut sicher, das ist das beste Echo-Gerät, was Amazon je produziert hat. Weil ihr einfach die Uhrzeit sehen könnt, auch ganz entspannt, ohne viel mehr Tralala. Ihr könnt Musik spielen, der Ton, ja, das zeigt sich dann, wie gut er ist. Aber ich denke mal, der wird nicht so schlecht sein, weil die anderen Echos ja auch einen relativ guten Ton haben. Ihr könnt halt so kleine Mini-Infos auf dem Bildschirm sehen, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, Alexa, spiel Spotify. Hier ist Spotify. Ihr seht dann zum Beispiel, was gerade gespielt wird für Musik. Ihr seht auch das Cover, was ich eigentlich ganz witzig finde. Das sind halt so kleine Mini-Infos, die unwichtig sind, aber das Ganze ganz sympathisch machen und die User Experience einfach angenehm machen. Ich werde das Gerät natürlich erstmal ausführlich testen. Ich denke mal 1-2 Wochen und dann mache ich dazu ein Review. Aber wie gesagt, ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr kein Echo-Gerät besitzt oder ein neues möchtet, schaut mal bei Amazon vorbei. Da gibt es gerade super, super gute Angebote, gerade für die Prime Days. Und ja, lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr gerade sowieso auf der Suche nach einem Echo seid. Und ich würde sagen, ich beschäftige mich jetzt erstmal eine Weile damit und sehe euch im nächsten Video. Geil, ich freue mich, dass ich endlich einen neuen Wecker habe. Ich wollte mir nämlich wirklich einen Wecker kaufen und ich glaube, das wird definitiv mein neuer Wecker. Nice. Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.